Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde das ehrlich gesagt problematisch, wenn so gesagt wird, achten Sie doch nicht auf die Details der Verträge oder auf die Details der Konditionen, bitte. Verlieben Sie sich nicht in die vage Hoffnung, dass die Schulen dann in ein paar Jahren alle saniert sind. Wir wissen alle, die Schulen müssen saniert werden. Und die Frage ist, wie man es am besten macht. Und mir kommt es ein bisschen, Sie können mir auch gerne zuhören, denn ich finde das Problem, Sie wirken ein bisschen trunken von diesen Schmetterlingen und von denen die Schulen dann saniert, dass sie sich gar nicht um die Details kümmern. Und ich finde, unsere Aufgabe als Stadtverordnete, der Grill hat auch nochmal deutlich gesagt, Sie entscheiden. Das heißt, eigentlich würde ich erwarten, dass jeder von Ihnen den Wirtschaftlichkeitsvergleich selbst erklären kann. Dass nicht der Oberbürgermeister in die Sitzung kommen muss, um dann nochmal zu erklären, wie es genau ist, sondern dass es inzwischen jeder von Ihnen kann, weil Sie natürlich die Verträge studiert haben, weil Sie sich angeguckt haben, wie wir abgewendet haben, dass irgendeine Einflussmöglichkeit von uns Stadtverordneten beschnitten wird. Das sollten Sie als Stadtverordnete, weil Sie darüber entscheiden, alles selbst können nach der Debatte. Und da fehlen uns einfach noch Zahlen. Das ist für uns einfach zu untransparent. Ich kann sowas da nicht zustimmen. Also, wenn es darum geht, wer sitzt denn dann im Aufsichtsrat? Wer bestimmt denn dann? Wir kennen es doch aus anderen Gesellschaften, wie da Mitbestimmungsrechte auch beschnitten werden. Ich finde, es ist ein Problem. Natürlich müssen die Schulen saniert werden, aber natürlich muss es in einem Verfahren sein, wo wir wirklich garantieren, dass wir weiterhin auch eine Entscheidungshoheit darüber hinwagen. Lassen Sie es doch nicht so Schmetterlinge. Das ist doch nicht die Grundlage dafür, Fachkundige Entscheidungen.